In einer Gesellschaft, die auf Wettbewerb ausgelegt ist und oft auf die rücksichtslose Ausbeutung eines Menschen durch den anderen, wird Profit aus den Problemen anderer Menschen oder oft sogar das Erschaffen von Problemen zum Zwecke des Profits durch die herrschende Ideologie gerechtfertigt, indem man sich auf eine fundamentale und unveränderliche menschliche Natur beruft. Der Mythos unserer Gesellschaft ist, dass der Mensch von Natur aus kämpferisch, individualistisch und egoistisch sei. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Wir haben bestimmte menschliche Bedürfnisse. Man kann nur konkret über die menschliche Natur reden, wenn man anerkennt, dass es bestimmte menschliche Bedürfnisse gibt. Wir haben das Bedürfnis nach Gemeinschaft und engem Kontakt, danach geliebt zu werden, Anschluss zu haben, akzeptiert zu werden, gesehen zu werden, für das angenommen zu werden, was wir sind. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden, entwickeln wir uns zu Menschen, die mitfühlend und kooperativ sind und Empathie für andere haben. Das Gegenteil, das wir so oft in unserer Gesellschaft sehen, ist eine Verzerrung der menschlichen Natur. Genau deshalb, weil diese Bedürfnisse nur für wenige Menschen erfüllt sind. Also ja, man kann über menschliche Natur sprechen, aber nur im Sinne von menschlichen Grundbedürfnissen, die instinktiv hervorkommen, oder im Sinn von bestimmten menschlichen Bedürfnissen, die zu bestimmten Handlungen führen, wenn sie erfüllt werden, und zu anderen, wenn sie nicht erfüllt werden. Wenn wir anerkennen, dass der menschliche Organismus, der über eine hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität verfügt, um unter verschiedensten Bedingungen überleben zu können, auch feste Programme für unterschiedliche Umweltanforderungen oder menschliche Bedürfnisse bereitstellt, kommt ein gesellschaftliches Leitmotiv zum Vorschein. Genauso wie unsere Körper materielle Nahrung brauchen, benötigt das menschliche Gehirn in allen Entwicklungsstufen positive Stimulation durch das Umfeld. Und es bedarf des Schutzes vor anderen negativen Umweltreizen. Wenn Dinge, die geschehen sollten, nicht geschehen, oder wenn Dinge, die nicht geschehen sollten, geschehen, ist es nun offensichtlich, dass die Tür nicht nur für eine Flut von geistigen und körperlichen Krankheiten, sondern auch für etliche zerstörerische menschliche Verhaltensformen geöffnet werden kann. Wenden wir jetzt unseren Blick nach außen und betrachten wir den heutigen Stand der Dinge. Unweigerlich stellt sich die Frage, fördern die Bedingungen, die wir in der heutigen Welt geschaffen haben, überhaupt unsere Gesundheit? Wirkt der Grundstein der modernen Welt, unser sozioökonomisches System, grundsätzlich als positive Kraft für menschliche und gesellschaftliche Entwicklung und ihren Fortschritt? Oder richten sich unsere gesellschaftlichen Tendenzen in Wahrheit gegen unsere tiefsten Grundbedürfnisse, die für die Entstehung und den Erhalt unseres persönlichen und allgemeinen Wohlbefindens sorgen?